Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stella, Blade und im Beagle. Ja, ich frage mich übrigens, ob vielleicht mit ihm... Oh. Benutze ich das? Nahkampfschutz. Nee, Nahkampfschutz benutze ich. Verdammt. Ob mit ihm vielleicht Adam gemeint ist. Wir wissen ja gar nicht, wie alt Adam ist. Und man hat ja gesagt, dass die ziemlich alt werden können. Das heißt, er könnte schon sehr viel länger hier. Wobei doch, er redet ja immer von den Sachen, die die Menschen haben. Also vielleicht ist Adam damit gemeint. Und dann hätten wir die klassische Adam und Eve Story, ha? Huh? Okay. Genau zum rechten Zeitpunkt. Du bist ein... Okay, dein Körper... Was du vor dir siehst, ist mein wahres Ich. Was? Ich bin kein Mensch, sondern die erste Fusion zwischen einem Andrew Avis und einem Nativa. Okay. Ich bin der erste der Alpha Nativas. Aber... Dann... In der Vergangenheit tötete ich zahlreiche Menschen, zum Sterben in der untergegangenen Kolonie zurückgelassen, fanden mich schließlich Menschen und retteten mich. Und in jenem Moment verlor ich jeglichen Grund zu kämpfen. Nachdem ich die Macht des Alphas versiegelt hatte, versammelte ich so viele Überlebende, wie ich konnte, und erbaute Zion. Ich dachte, ich könnte Buße tun, indem ich sie beschütze, ihnen ein Zuhause baue, eine Zuflucht biete. Ich hatte versucht, meine Identität so lange wie nur möglich zu verschleiern, aber Raven musste aufgehalten werden. Konntest du alle Alpha-Kerne sammeln? Ja, bis auf einen. Wir haben ihn verloren, als wir im All waren. Verstehe. Danke. Danke, dass du meinem Leben einen Sinn gibst. Oh, er opfert sich jetzt. Hier, das ist der Omega-Kern. Nimm ihn und geh zum Nativa-Ältesten. Der Rest liegt ganz bei dir. Oh Mann. Aber wo genau ist jetzt Adam? Tut mir leid, dass ich nicht mehr tun konnte, um euch zu helfen. Tut mir schrecklich leid. Unsinn, Engel. Wir sind nur dank dir und Lily überhaupt noch am Leben. Danke. Mach dir keinen Kopf wegen Zion. Wir bauen es wieder auf. Besser als vorher. Vielen Dank. Euch allen. Du gehst weg, um was Wichtiges zu tun, nicht wahr? Ich hoffe, du kehrst zurück, wenn sich alles etwas beruhigt hat. Ja,
Das werde ich. Ich bereite sofort alles vor. Die Erlöserin von Zion ist hier. Welche Ehre. Vielleicht weißt du noch gar nicht, ob du die Erlöserin wirst. Du hast also die Gerüchte gehört. Gerüchte gehört? Ich bin das Gerücht, Engel. Also, was führt dich her, Engel? Oh, ich kann einkaufen. Oh, das ist neu. Oh, komm, ich habe ja nichts zu verlieren. Ich könnte die hier aber eigentlich... Aber ich werde die nicht tragen. Das ist ja das Ding, ne? Und alle Outfits werde ich eh nicht zusammenbekommen, weil ich, eh nicht mehr dahin gehen werde, wo... Also in der großen Wüste ist noch ein Outfit. Meine ich. Werde ich nicht mehr holen, weil ich das Outfit sehr hässlich finde. Ich werde dann ja auch, hat die noch mehr? Nee. Mach's gut, Engel. Ich werde... In Zeiten wie diesen kann man sich nur Glück wünschen. Ich werde die Fische nicht alle fangen, dass jemand wie ich für Glück beten kann. War das jetzt Danke, ihre Roxanne. Art? Ich hoffe, dein Geschäft läuft weiterhin gut. Die Stadt. Sie liegt vollständig in Trümmern. Was sollen wir jetzt nur machen? Wir haben die Erinnerungen von so vielen verloren. Den Propheten, den Sentinels, Bürgern. Ich habe aufgehört zu zählen. Vergebt mir. Ich hätte mehr Menschen retten können. Nein. Der Prophet. Angeblich hat der Prophet dich aufgefordert, dein Schicksal zu erfüllen. Ich weiß nicht, was er plant, aber wenn wir den Netiba-Ältesten besiegen, haben wir vielleicht eine Chance, wirklich etwas aufzubauen. Aufs Schicksal, nicht wahr? Ich wünsche dir viel Glück. Ich hab... Ja. Blöder Gedanke. Eve, aber was alles, ist, was ich tun wenn kann, Adam der Netiba-Älteste ist? Singen. Und ich werde es für dich singen, bis jetzt Eve. Haben wir. Freut mich. A, ist Adam immer noch verschwunden? Ob ich das überhaupt verdient habe. Adam ist immer noch verschwunden, Leute. Ich frage mich halt wirklich, ob Adam vielleicht der Älteste ist. Hallo. Weil er so viele Menschensachen kennt. Einfach alles. Alles ist ruiniert. Meine Schwester hat es hier geliebt. Vergib mir. Wäre ich nur früher hier gewesen. Und wenn ja, schon dann okay. Ist, wenigstens habe ich noch meine Erinnerungen. Ich habe das Gefühl, dass ich gar nicht so falsch bin. Wir werden das durchstehen. Gemeinsam. Das wäre zwar sehr vorausschaubar, aber... Nein, meine Schwester so gewollt. Kaya. Engel, bitte. Du darfst nicht den Mut verlieren, hörst du? Ganz besonders nicht, wenn du gegen einen sehr starken Netiba antreten musst. Ja. Dem Netiba-Ältesten. Die Quelle allen Übels. Wenn dieses Ding tot ist, leben wir alle wieder in Frieden, oder? Ich werde dir helfen, so gut es mir möglich ist. Schenk du uns nur ein wenig Hoffnung. Okay, danke. Ich gebe mein Bestes, dich nicht zu enttäuschen. Hat sie auch neue Sachen? Ich krieg Rabatt da drauf, interessant. Kritische Erhöhung. Schub. Und was haben wir denn hier? Risiko. Training. Nee, das ist jetzt nicht. Sind das neue? Nee, neue hat sie, glaube ich, gar nicht. Das passt zu dem Outfit. Ja. Das sieht sehr schlicht aus und die sind sehr hässlich. Na gut. Gehst du schon, Engel? Ja. Mögen deine Erinnerungen fortbestehen. Für immer. Mögen deine Erinnerungen fortbestehen. Für immer. Jetzt sagt sie das auf einmal. Und bitte, pass auf dich auf. Ich will mal einmal... Wo bist du? Willkommen, Engel. Ach, Lyle.
Was hast du denn? Du hast gar nichts Neues, Kumpel, was? Lügenbarone hier. Der hat gar nichts Neues. Digga, was tust du da? Eve, hallo. Ich helfe beim Aufbau der Stadt, eine meiner Spezialitäten. Und wie sieht's aus? Kommst du voran? Ich bin mir leider noch nicht sicher. Selbst in diesen Ruinen gibt es Wesen, die wie Menschen leben wollen. Und ich begleite sie dabei. Klar, natürlich. Wie ich hörte, plant ein Engel, den Nativa-Ältesten anzugreifen. Ich erwarte eine gefährliche Mission. Ich würde gern meine Hilfe anbieten. Ich kann dir einen Rabatt geben. Danke, Digga. Ich komm drauf zurück. Er hat kein Trinkdings mehr. Na gut. Hat ja auch nur Brillen, also. Du hast gar nichts für mich, Kumpel. Es tut mir leid. Du gehst schon? Ja. Bis du zurückkehrst, werde ich die Bürger bei der Wiedererweckung unterstützen. Ich danke dir höflichst für die Nutzung von Spotter Energy. Es war mir eine Ehre. Oh. Ach, das ist ja ein Traum. Sehr schön, Modifier kritische Verstärkung. Nee, kritische Verstärkung nutzt mir nichts. Warte mal. Modifikationsschutz. Hätte ich das hier unten nicht? Schildverstärkung. Schildzerstörung. Nee. Doch, Modifikationsschutz. Das heißt, mir fehlt im Grunde nur noch Nahkampfschadenverringerung. Die nehme ich mal an, habe ich verpasst, ne? Na gut. Achso. Ich war jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Ich glaube, ich liege gar nicht so falsch damit, dass Adam der Älteste ist. Vielleicht komme ich da aber auch nur drauf, weil er halt Adam ist und Adam ja angeblich der erste Mensch, ne? Nur Lily. Also brechen wir jetzt zum Nest auf? Das sollten wir wohl. Wir haben den Omega-Kern. Es ist nur... Ich frage mich, was mit Adam ist. Geht mir auch so. Er ist nicht in Zion. Wo könnte er bloß sein? Vielleicht wurde er unterwegs aufgehalten. Ich meine, an dem Akku des Hoverbikes kann es ja nicht liegen. Warte, das Bike! Genau, das Bike! Wieso bin ich nicht gleich drauf gekommen? Hä? Wir haben sowas von Glück. Adams Bike ist mit einem Peilsender ausgestattet. Praktisch. Er meinte doch, er hätte ihn installiert, falls er es zurücklassen muss. Lily, kannst du rausfinden, wo es ist? Natürlich. Wollen wir dann gleich los? Nee, ich will erst an eine Reparaturkonsole. Das klingt zwar etwas falsch, wenn ich das so sage, aber egal. Ich verbinde mich schnell mit der Reparaturkonsole. Weil Kern. Perfekte Blutklinge. Okay, aber... Ah, maximal! Perfekt! Was haben wir denn hier? Was ist das denn? Ausrüsten möchte ich es nicht. Prototyp. Nein. Ich möchte es mir gleich noch einmal angucken. So, schwarze Rose ist noch zu. Die sind alle noch... Ich meine, ob ich wohl noch Outfits kriege? Ansonsten würde ich die alle just for the lols freischalten, damit wir uns die angucken können. Ach, egal. Das Signal wird schwächer. Los jetzt, bevor es zu spät ist. Gut, dann mal los. Okay, zum Tetrapod. Ich behaupte, das ist ziemlich heftig Finale. Also in Richtung Finale.
Ich bin mir sehr sicher, dass Raven mit ihnen Adam meint. Weil ja, in dem Sinne kann man sagen, Adam hat mich auserwählt. Er hat mich gerettet. Wenn man Adam glaubt, aber aus einer Laune heraus und nicht, weil er irgendeine Beweggrund... Aber ich glaube, dass er eigentlich einen wahrhaftigen Beweggrund hatte und er einfach nur so getan hat, als wäre das aus einer Laune heraus passiert. Es wird schwer, von hier aus mit dem Tetrapod weiterzukommen. Ach, das war die Stelle? Ja, das ist der Weg, der zum Nest führt. Erinnert ihr euch noch? Wo ich dachte, was ist denn da? Du hast es bemerkt, oder? Das Signal des Hoverbikes kommt von hier. Irgendwas stimmt hier nicht. Sehr nörschelt Sherlock. Ich frage mich wirklich, was mit Adam passiert ist. Lily, willst du mich auch wirklich begleiten? Ich möchte dir, soweit es geht, bei allem helfen. Du warst schließlich immer für mich da, Eve. Auch wenn wir dem Ältesten begegnen könnten. Das wäre sogar noch besser. Dieser Exosuit hat nämlich voll drauf. Okay, danke. Gehen wir in Richtung des Signals. Das wird kein Zuckerschlecken werden. Das wird kein Zuckerschlecken werden. Aber ja, ich denke mal, ich weiß so halbwegs, in welche Richtung es gehen wird. Sieht aus wie ein abgestürztes Koloniemodul. Wir sollten uns mal umsehen. Da ist ein Vermächtnis. Noch eine Aufzeichnung von Raven. Die Zion angegriffen hat. Ja. Ich habe Angst vor dem, was hier noch verborgen liegt. Achso, jetzt kann ich mich schon wieder ausblenden. Naja. Tag 109 nach dem zweiten Absprung. Vermächtnisbericht Raven. Das wird vermutlich meine letzte Aufzeichnung. Haben wir Mother Sphere nicht gepriesen, indem wir sie die Mutter der Menschheit nannten? Mother Sphere ist das Wesen, das die Menschheit vor der gesamten Auslöschung bewahrt hat und uns allen das Leben in die Wiege legte. Aber der Frieden, den wir in der Kolonie genossen, wurde nur durch das Blut an den Händen der Mutter gewährleistet. Die Rebellion, die von Mother Sphere begonnen wurde, wurde zu einem Krieg. Ein Krieg, in dem die Menschheit einen furchtbaren Preis zahlte. Die Menschen, die übrig waren, entwickelten sich zu den Netibas und machten sich auf den Weg zur Kolonie, zur Mother Sphere. Um die Kontamination der Kolonie zu verhindern, zerstörte Mother Sphere den Orbitalring und 30 Weltraummodule. Die Trümmer des Orbitalrings fielen zu Boden und verursachten eine Druckwelle, die über die Erde fegte. Die Zivilisation, wie wir sie kannten, fand ihr Ende. Sieh dich um, ein Planet, auf dem nur noch Netibas verbleiben. Vergesst nicht, am Beginn und am Ende des letzten Krieges steht Mother Sphere. Vergesst auch nicht, wir waren nur Bauern auf einem verdrehten Schachbrett. Das ist unmöglich! Raven hat Wahnvorstellungen. Die Natives sind schuld, dass die Erde in Trümmern liegt. Nein. Wir sind keine Maschinen, die jemand erschaffen hat. Richtig? Eve? Bitte, sag mir, dass ich recht habe. Das tut mir leid, Lily, aber... Dass Eve nicht ganz menschlich ist, das war uns ja schon klar. Hoverbike. Es gehört Adam. Ja. Wenn sein Hoverbike hier ist... Bedeutet das, dass Adam auch hier ist? Ja. Leute, wenn was auch immer jetzt mit Adam kommt, das dürfte nicht sonderlich überraschend sein.
Das sieht nach Arena aus, wenn ich ehrlich bin. Ich habe nur noch 4 Minuten. Egal. Eve. Ich wusste es schon von Anfang an. Die ganze Zeit war ich nur ein Werkzeug, das dich zu ihm führt. Ja, sogar all die Vermächtnisse wurden Teil des Plans. Ich sollte dir gratulieren, dass du die Wahrheit erkannt und es so weit geschafft hast. Aber natürlich wirst du es nicht schaffen, ihm zu begegnen. Hör auf! Wage es ja nicht, von Wahrheit zu sprechen, nach dem, was du Taki angetan hast! Verstehst du es nicht? Es war Mother Sphere, die uns getäuscht hat. Ohne ihn wärst du weiter eine Unwissende. Ich habe ihm lange gedient. Ich kenne ihn besser als jeder andere. Du weißt rein gar nichts. Du verstehst nicht seinen Schmerz, seinen Zorn, sein Leid. All das Gerede, du seist die Auserwählte, endet jetzt. Ich muss ernsthaft gegen eine Trulla kämpfen, die eifersüchtig ist? Lily, ich will, dass du dich zurückhältst. Das ist mein Kampf. Ja. Alter, nur weil du Boyfriend-Probleme hast, muss ich jetzt gegen dich kämpfen? Von mir aus. Ungeheuerlich, dass du dieser Form kämpfst. Der Träger einer Superwaffe erschaffen für Mother Sphere. Aber für ihn. Aber für ihn was? Glaubst du wirklich, dass du die Mission abschließt und wieder zur Kolonie zurückkehrst als Heldin? Bedauerlicherweise weißt du zu viel und kannst somit nicht mehr manipuliert werden. Und all die Informationen nutzen weder Mother Sphere noch der Kolonie. Du wirst ebenso beseitigt wie der andere Müll beim Untergang der Kolonie. Und das jetzt! Alter, hat die nicht mehr alle Latten am Zaun. Warum? Warum? Das hat mir aber auch keinen Schaden gemacht. Also. Das hat mir wiederum Schaden gemacht. Was bist du denn für eine Scheißbitch? Ich nehme an, das war meine. Ich weiß nicht, warum es manchmal klappt und manchmal einfach... Oh! Wow, das war mal Skill von mir mit meiner Seite aus. Au.
Nur um das mal geklärt zu haben. Ich werde nicht verlieren, falls du das denkst. Ich frage mich auch, wie oft ich sie noch besiegen muss. Geschafft. Gut gemacht. Was? Wieso zögerst du noch? Weil wir Kameraden waren? Oder weil ich ein Mensch bin wie du? Nur glaubst du ja nicht, dass wir Menschen sind. Deine Mainframe-Nervenfasern und deine Exospine sind beschädigt. Das bedeutet, du wirst nicht mehr kämpfen können. Du hast mir so viel genommen. Ich werde dir erlauben, das Ende zu sehen. In diesem Zustand. Was glaubst du, was du da tust? Für wen hältst du dich eigentlich? Du weißt nicht das Geringste. Töte mich! Töte mich! Na los, töte mich! Das wäre nicht das erste Mal. Lilly, gehen wir. Ah, das war jetzt asynchron. Eve, bleib gefälligst hier! Bring es zu Ende! Eve! Eve! Boah, Eve, eiskalt. Ja, ich denke, Adam ist dann unser Ältester, in jedem Fall. Wie kommt er da rein? Noch ein Waffenkern? Darf ich gar nicht mehr benutzen. Naja. Raven. 5 von 6 dann. Das ging sehr flott, die 5 von 6, die 4. Die 3. 4 kommt ja jetzt dann quasi noch.
Von den Alpha-Nativas. Was ist das? Das sieht eklig aus. Das ist das Nest. Sieht so aus, als werden hier alle Nativas geboren. Obwohl... alles wirkt so natürlich. Ich frage mich, wird echtes Leben also am Ende so geboren? Wartet am Ende des Wegs nicht der Älteste? Ja. Aber das machen wir nächste Folge, meine Lieben. Dann bin ich jetzt sehr gespannt, wie das Ganze dann aufgelöst wird und wie der Endkampf wird. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und haut rein.